Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Anfang Januar habe ich einen kurzen Artikel auf NTV gelesen und dieser Artikel hieß Hilft eine alte Heilpflanze gegen SARS-CoV-2? In diesem kurzen Artikel wurde beschrieben, dass deutsche Forscher herausgefunden haben, dass ein Extrakt in Lutschtabletten die Vermehrung von SARS-CoV-2-Viren vermindern, hemmen. Und dieser Extrakt entstammt der Zistrose. Das ist eine alte Heilpflanze, die wurde schon in der Antike sehr geschätzt. Diese Versuche fanden im Labor statt und die Zistrose bzw. der Extrakt hemmte in Zellkulturen die Vermehrung der SARS-CoV-2-Viren. Ob dieser Extrakt jetzt auch gegen Covid-19 hilft, das müssen wohl weitere klinische Studien herausfinden. Es gibt aber schon wissenschaftliche Studien, die der Zistrose bescheinigen, dass sie eine hemmende Wirkung gegen Viren hat. Und als ich das so gelesen hatte, dachte ich mir, das ist ja interessant. Ich trinke nämlich schon seit circa 2 Jahren, von Frühjahr bis Herbst, regelmäßig Zistrosentee. Dieser Tee besteht aus den Blättern der Zistrose, aus Schalen von Hagebutte und Zitrone und Ingwerwurzel. Es gibt Studien, die eine positive Wirksamkeit auf unser Verdauungssystem nachweisen. Im Labor wirken Blattextrakte der Zistrose antibakteriell und pilzfeindlich. Das ist wohl auch schon länger in der griechischen Volksmedizin bekannt. Hebammen verwenden zum Beispiel einen Sud aus der Zistrose und waschen damit eine Mutter nach der Geburt, um Infektionen und dem Kindbettfieber entgegenzuwirken. Die Zistrose soll auch sehr gut gegen den Candida-Pilz helfen bzw. wirken und stellt wieder ein gesundes Gleichgewicht im Darm her. Die Zistrose soll auch stark antiviral wirken, das wurde ja auch in dem kurzen Artikel erwähnt. Sie soll sich schon bei der Grippe bewährt haben, da gibt es zum Beispiel eine Studie von 2009 von der Charité in Berlin. Ich trinke vor allem Zistrosentee, es gibt auch Zistrose in Form von Kapseln und Tabletten. Ich bevorzuge immer das getrocknete Kraut aus der Zistrose. Ich beziehe meinen Zistrosentee von Lebenskraft pur. Und bei Lebenskraft pur kann man zur Zistrose oder zu dem Zistrosentee Folgendes lesen. Bei der Zistrose handelt es sich laut der Überlieferung um eine uralte Heilpflanze, die seit mehreren tausend Jahren Verwendung findet. Sie besitzt sehr positive Eigenschaften auf den Organismus. Neben der Erfahrungsheilkunde existieren heute Dutzende Studien und Untersuchungen, die diese mannigfaltigen positiven Wirkungen belegen. An erster Stelle steht der sehr hohe Anteil an Polyphenolen. Der Polyphenolanteil ist sogar 3-mal höher als der des grünen Tees. Bedingt durch diesen hohen Anteil gilt die Zistrose in der Naturheilkunde als stark entzündungshemmend. In der Erfahrungsheilkunde zählen neben den Antioxidantien die ätherischen Öle der Zistrose zu den entscheidenden positiven Eigenschaften für den Körper. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass die Zistrose sich auf folgende Bereiche positiv auswirkt. Darmgesundheit. In der Naturheilkunde wird die Zistrose auch bei starkem Candida-Befall als unterstützende Maßnahme eingesetzt. Entzündungen. In der Naturheilkunde auch zur starken Linderung bei entzündungsbedingten Hautkrankheiten. Immunsystem. Stärkung des Immunsystems. Stoffwechselvorgänge und Entgiftung. Der Zistrosentee schmeckt aromatisch und herb und ist auf keinen Fall aufputschend. Ich verwende meistens 1 Liter kochendes Wasser und darauf gebe ich dann 1 bis 2 Esslöffel Zistrosentee. Wem 2 Esslöffel zu herb sind, der verwendet einfach 1 Esslöffel. Dann lasse ich das Ganze 5 Minuten ziehen, nehme dieses Kraut wieder raus und dann trinke ich dann diesen Tee über den Vormittag verteilt oder über die Mittagszeit und den frühen Nachmittag verteilt. Wenn ihr euch für diesen Zistrosentee von Lebenskraft pur interessiert, dann verlinke ich euch den Tee unter diesem Video bzw. findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Es gibt eine bedeutende Substanz, die wohl gegen C-Symptome helfen soll. Ihr wisst sicherlich, was ich mit C meine. Ich möchte es jetzt hier nicht aussprechen, um einer Zensur zu entgehen. Diese Substanz beginnt auch mit C, aber diese möchte ich auch nicht aussprechen, weil ich nicht weiß, inwieweit die Zensur hier auf YouTube schon fortgeschritten ist. Deswegen werde ich die Substanz jetzt einblenden. Zu dieser Substanz gibt es schon eine englischsprachige Doku, eine längere Doku, geht glaube ich über 90 Minuten. Und es gibt ja hier auf YouTube den Kanal Die Zuversicht und der Flo hat auch auf Telegram einen Kanal und hat kürzlich Sprecher gesucht, die mit ihm diese Dokumentation auf Deutsch einlesen. Da haben sich auch ganz viele gemeldet und am Sonntag wird
wird diese Dokumentation auf Telegram veröffentlicht. Wenn ihr euch für diese Dokumentation interessiert, dann kommt gern zu Telegram, abonniert auch dort meinen Kanal. Ich werde diese Doku dort auf alle Fälle teilen. Ich habe den Part einer bolivianischen Kinderärztin übernommen. Die hatte zum Beispiel eine langwierige Entzündung im Mund und war dann schon in Brasilien, in den USA und hat keinerlei Heilung erfahren können, hat auch schon 5 Medikamente genommen, nichts hat geholfen. Dann hat sie diese C-Substanz genommen und gesundete wieder. Und sie hat wohl auch sehr interessante Erfahrungen gemacht mit dieser C-Substanz und Menschen mit schweren C-Symptomen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich letztes Jahr ein YouTube-Video gesehen habe von einem Schweizer YouTube-Kanal und diese haben den Umweltmediziner Dr. Dietrich Klinghardt interviewt. Der praktiziert ja schon seit den 80er Jahren in den USA und ich meine auch, dass der von gewissen Gesundungserfolgen gesprochen hat bezüglich dieser C-Substanz und Menschen mit schweren C-Symptomen. Übrigens habe ich gestern ein geniales Musikstück von ihm gesehen, hat einen Blues gespielt. Das ist sein Beitrag zum Covid-19-Thema. Ein wunderbarer Blues, auf Deutsch gesungen, verlinke ich euch oben in den Infokarten. Ihr habt gehört, es gibt Alternativen, um die C-Symptome zu bekämpfen. Wir haben die C-Substanz, die wirklich auch bei starken Symptomen hilft. Dann haben wir die Zistrose. Und die Zistrose bzw. der Zistrosentee hilft sicherlich auch präventiv, unser Immunsystem zu stärken und generell unsere Gesundheit zu unterstützen. Aber um wirklich sicher zu gehen, ist heute in dieser Zeit vor allem Eigenverantwortung, Selbstverantwortung gefragt. Schaut auf euren Lebensstil. Und es ist nicht nur die gesunde Ernährung, es ist auch die Entgiftung, Bewegung, der Aufenthalt in der Natur, gesunder Schlaf, generell die Gesundung auf den drei Ebenen Körper, Geist und Seele. Und ich halte es lieber mit Prävention für ein gesundes Morgen. Und da gibt es jetzt auch ab nächste Woche, das ist der 5. März, am Freitag startet ein Online-Kongress Prävention und antivirale Ernährung. Diesen Kongress rufen ganz liebe Freunde von mir ins Leben, die Rohköstlinge. Das sind ganz liebe Freunde aus dem Erzgebirge, woher ich ja stamme. Wir haben auch immer regelmäßig Kontakt und natürlich bin ich auch als Sprecherin bei diesem Kongress dabei. Bei diesem Kongress steht auch die Selbstverantwortung an erster Stelle, indem wir durch eine gesunde Lebensweise das Risiko einer schweren Erkrankung reduzieren, den Körper generell durch eine gesunde Ernährung schützen und stärken. Dieser Kongress ist kostenlos. Wenn ihr euch für diesen Online-Kongress interessiert, dann findet ihr den Anmeldungslink unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das war's wieder von mir. Ich bin jetzt sehr gespannt über eure Gedanken und Meinungen zu dieser Thematik. Was habt ihr zum Beispiel für Erfahrungen mit der Zistrose gesammelt, falls ihr welche gesammelt habt? Oder ist das ein ganz neues Thema für euch? Ich freue mich über regen Austausch, respektvollen regen Austausch. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, alles Gute und ganz viel Zuversicht.